Hi MobiFlip, ich bin Hannes und wieder aus Berlin zurück in meiner Testhöhle hier in Kiel. Bitte verzeiht mir, wenn ich heute ein ganz klein bisschen legerer gekleidet bin als sonst, denn all meine guten Sachen sind noch in der Wäsche. Aber es geht jetzt natürlich hier weiter mit meinen Video-Reviews und ich habe diesmal kein kleines Gadget für euch, sondern es wird ein bisschen größer. Viel Spaß! Denn es geht heute um das Asus N550JV. Ein wahres Monster von Notebook, muss ich jetzt dazu mal sagen. Ich habe das jetzt mal hier einfach so. Ihr könnt sehen, es ist riesig. Es ist wirklich riesig. Aber es hat auch ordentlich was dahinter. Standrechner werden ja immer mehr von Notebooks abgelöst heutzutage, weil kaum jemand die Erweiterkeit wirklich braucht und der ganze Kabelsalat und der viele Platz und so weiter, wer will das heute schon, wenn man sowieso eigentlich nur surfen möchte? Deswegen haben viele Leute heutzutage ein Notebook, aber auch Notebooks spalten sich gerade so ein bisschen in zwei Strömungen. Die einen sind klein, leicht, haben lange Akkulaufzeit und sind ideal für Leute geeignet, die wirklich nur einfach den ganzen Tag vorm Browser sitzen und nichts anderes tun als surfen. Ich bin da ein bisschen anders, denn wo ich bin, ist meistens auch meine Kamera und so schön Ultrabooks sind, sie sind leider nicht unbedingt geeignet, um damit Full-HD-Videos zu schneiden und hochzuladen. Hier kommt dieses Biest ins Spiel. Ich habe hier ein Modell mit 15,6 Zoll Full-HD-Display, einem Core i7, was ist das, 4600 HQ, auf jeden Fall vier Kerne, maximal 3,6 GHz, 8 GB RAM und es hat sogar noch eine Grafikkarte von Nvidia mit da drin, die nochmal eigene 4 GB RAM mitbringt. Wenn das für euch jetzt wie Bahnhof klingt, dann lasst euch eins gesagt sein, das Ding rennt wie die Sau. Das Notebook bettelt förmlich darum, ausgelastet zu werden. Natürlich muss die ganze Leistung auch irgendwo untergebracht werden. Die Maße des Asus liegen in etwa auf dem Niveau eines Mittelklasse-Notebooks von 2003. Wirklich portabel ist das Teil also nicht mehr. Auch die Akkulaufzeit ist nicht die wirkliche Stärke des N550JV. Im typischen Couchbetrieb habe ich in etwa 5 Stunden gemessen. Beim draußen Videos schneiden, rendern und parallel bloggen etwa 1,5 Stunden. Dann kann man allerdings auch noch nicht auf die komplette Leistung zugreifen. Das geht erst, wenn es wirklich am Strom dran ist. Wenn man das Notebook etwas fordert, macht sich auf der Lüfter bemerkbar, allerdings nur in wirklich, wirklich fordernden Situationen. Sonst hält sich die Lautstärke wirklich angenehm zurück. Wenn der Prozessor belastet wird, wird die linkere obere Ecke der Tastatur ein bisschen unangenehm warm, aber bei dieser Leistung, ganz ehrlich, bleibt es nicht aus. Haptisch hat das Asus gute und weniger gute Seiten. Mir gefällt das verbaute Alu sehr, allerdings wirkt es dünn und die Unterseite ist geradezu klapprig. Wenn ihr normalerweise ThinkPads oder MacBooks gewöhnt seid, dann werdet ihr hier wahrscheinlich enttäuscht sein. Das Design auf der Tastaturseite finde ich extrem stark. Es gibt eine beleuchtete Tastatur samt Nummernblock, auf der ich mich zwar zuerst ein bisschen verschrieben habe, aber dann war es doch ganz angenehm. Ganz besonders angenehm ist das große Touchpad, das fast an die Qualität von Apple herankommt und einige echt sinnvolle Gesten beherrscht. Wenn ich zum Beispiel hier von rechts nach links swipe, geht die Charms Bar auf und wenn ich das Ganze andersrum mache, dann geht das Multitasking-Menü von Windows 8 auf. Ein Touchscreen braucht man dafür im Prinzip gar nicht mehr. Asus verkauft das Ganze als Multimedia-Notebook und dementsprechend gibt es auch einige Features, die euch den Medienkonsum erleichtern sollen. Zum Beispiel ist ein Blu-ray-Laufwerk mit an Bord und die Software zum Anschauen natürlich auch. Das Full-HD-Display ist gestochen scharf und zeigt ein super Bild. Außerdem ist es hell genug, um auch in der prallen Sonne noch etwas sehen zu können. Glaubt mir, ich habe das auf der IFA ausprobiert. Es wird sogar ein extra Subwoofer mitgeliefert. Das Ding sieht so aus und ist eigentlich, nicht viel mehr als so ein Plastik-Joghurtbecher. Also er hat nicht viel Gewicht. Und ganz ehrlich, der Sound hört sich dadurch auch nicht viel besser an. Der Sound soll von Bang & Olufsen kommen, das steht jedenfalls da drauf. Ich glaube es aber nicht so richtig, denn das Notebook klingt maximal durchschnittlich. Da ich aber bisher kaum Notebooks gesehen habe, die halbwegs akzeptablen Klang überhaupt haben, muss man das wohl einfach hinnehmen. Ich persönlich würde euch Kopfhörer empfehlen. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es zwar 1 TB Speicherplatz gibt, allerdings zumindest bei diesem Modell hier, keine SSD. Somit verpufft die viele schöne Leistung mit der mittelmäßigen Performance der Festplatte.
Wenn ihr drehende Platten gewohnt seid, ist die Leistung okay, aber im Jahre 2013 sollte bei einem Notebook über 1.000 € eine SSD Standard sein. Das alltägliche Arbeiten in Windows 8 fühlt sich dadurch ein bisschen langsamer an, als die Eckdaten es eigentlich erwarten lassen würden. Ich habe mal einige Benchmarks durchlaufen lassen und bin durchaus beeindruckt. Beim Videorendern kommt das Notebook gefährlich nah an meine Workstation mit einem Intel Xeon-Prozessor heran. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Auch Zocken ist kein wirkliches Problem, wenn ihr euch damit abfinden könnt, dass die Details ein ganz klein bisschen nach unten geschraubt werden. Leider ist es auch in dieser Preisklasse bei Asus noch Standard, jede Menge Software vorzuinstallieren, die man unter Umständen nicht wirklich braucht. Das meiste davon startet aber trotzdem mit und macht den Rechner damit noch ein bisschen langsamer. Natürlich kann man immer Windows 8 auch neu installieren, aber die vielen Treiber, die da noch zugehören, nachzuinstallieren, macht dann auch keinen wirklichen Spaß. Hallo Asus, ich bin nicht der Erste, der das sagt und ich werde ganz bestimmt auch nicht der Letzte sein, aber bitte, 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 bietet doch euren Kunden an, mal die Software einfach nackt zu haben. Einfach nur Windows. Das reicht den meisten Leuten vollkommen aus. Ich brauche wirklich keine McAfee-Testversion, die sich mit dazu installiert und noch tausend kleine andere Programme. Es nervt. Ja, mein Fazit zu diesem kleinen, großen Notebook. Es ist natürlich nichts für jedermann. Also wenn ihr wirklich darauf Wert legt, dass ein Notebook unbedingt immer überall mit hinkommt, dann ist es wahrscheinlich nicht das Richtige für euch. Denn nur wer die Leistung wirklich braucht, wird sich damit arrangieren können, dass es groß und schwer ist und der Akku nicht lange hält. Als Desktop-Replacement ist es allerdings wunderbar geeignet. Stellt es irgendwo hin, macht per HDMI oder per DisplayPort noch einen zweiten Monitor dran und ihr habt wirklich eine sehr gute mobile Workstation, die alles handelt, was ihr auf sie draufschmeißt. Und das war's auch schon wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.